Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei einer Sonic Wall SNMP aktivieren könnt. Wir fangen an. Zunächst melden wir uns an. Dann gehen wir einmal auf SNMP. Und hier habt ihr den Bo Button für SNMP. Ihr geht einfach einen Haken rein, Enable und drückt auf Accept. Dann aktiviert sich das. Jetzt ist standardmäßig SNMP V2 aktiv. Falls ihr V3 aktivieren möchtet, geht es folgendermaßen. Ihr geht auf Configure. Dann seht ihr hier auch den Community Name und hier macht ihr den Haken ran. SNMP V3. Um das jetzt auch noch gangfähig zu bekommen, dass auch V3 funktioniert, legen wir einmal eine Gruppe an. Die nennen wir einfach jetzt Test. Gehen auf OK. Dann machen wir einen User, den nennen wir Test-User. Wir möchten Security-Level für beides haben. Sagen jetzt einfach MD5, AES, geben einfach das Kennwort zweimal ein und wählen die Gruppe ein. Und mal zweimal 1, 2, 3, 4 eintragen. Das ist in dem Fall wurscht. So, einmal auf OK. Dann haben wir jetzt in der Testgruppe den Test-User und jetzt müssen wir noch Access geben. Das heißt, das lassen wir einfach, wählen hier Root aus und sagen der Gruppe Test und Access Security Level genauso wie oben bei dem User. Gehen auf OK. Und nun könnt ihr ganz normal SNMP V3 nutzen. Je nachdem, was ihr nutzen wollt für eine Software beim PDG, könnt ihr das Ganze mal auswählen zwischen V1, V2 und V3 und viele andere Sachen auch. In dem Fall ist bei PDG sogar direkt eine Vorlage für Sonic Wall integriert. Gegebenenfalls packe ich euch nochmal, wie ihr da oben seht, die OED oder in dem Fall die SNMP-MIPS einfach mit dabei in einen Link. So, dann zeige ich euch noch, wie ihr auf der NSX-Schnittstelle SNMP aktivieren könnt. Da geht ihr einfach auf Network. Dann seht ihr die Interfaces. Wir haben einmal eine externe IP-Adresse, einmal eine interne. Und wenn ihr das intern überwachen möchtet, geht ihr einfach auf SNMP, macht einen Haken rein, geht auf OK. Der legt automatisch die Firewall-Regel an. Dafür durch das Anklicken von dem Button. Hier ist es genauso, wenn ihr von extern überwachen wollt, was nicht empfehlenswert ist, weil SNMP halt eine recht Sicherheitslücke ist. Da ist empfehlenswert, das dann halt einfach auf bestimmte IP-Adressen zu beschränken. Geht genauso. Hier könnt ihr nämlich auch einfach die Haken reinmachen, SNMP, SSH, diese ganzen Sachen aktivieren. Muss man nicht, kann man. So, genau. Das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Wenn Daumen hoch, würde ich auch freuen. Dankeschön.